Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Beutelsdorf! 2-1 Lautern! Der ausverkaufte Betze wartet auf 90 plus 6. Der Treffpunkt Betze Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von 90 plus 6, dem Podcast von Treffpunkt Betze. Mein Name ist Leo und mir zugeschaltet sind heute meine wunderbaren Kollegen Michael und Thomas. Hallo in die Runde. Moin. Moin. So, allererste Folge, das heißt, wir müssen uns natürlich allererst einmal vorstellen. Thomas, möchtest du vielleicht anfangen? Gerne, ja, hi. Ich bin wie gesagt der Thomas, ich bin 27 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus der Vorderpfalz, lebe mittlerweile aber seit knapp 5 Jahren im wunderschönen Leipzig, auch wenn es hier leider an coolen Bundesligisten oder Zweitligisten mangelt. Und genau, bin jetzt seit anderthalb Jahren etwa bei Treffpunkt Betze auch dabei. Und ja, ein paar der Hörerinnen und Hörer kennen mich vielleicht auch von Twitter oder Instagram oder auch Facebook, von meinem Account Betze Insight, den ich da betreibe nebenbei noch. Und genau, lege immer gern auch, gerade auf dem Account, aber auch bei Virtual Football, was ich auch noch mit zwei Kollegen mache, immer einen großen Fokus auf Datenanalyse und versuche auch, das immer ein bisschen mit einfließen zu lassen in meine Bewertungen, was auch so beim FCK so passiert. Sehr, sehr schön. Michael, deine Vorstellung. Ja, hallo in die Runde. Ich bin Michael. Der FCK begleitet mich als Fan schon seit weit über 30 Jahren in meinem Leben und seit gut 5-6 Jahren zudem auch noch auf redaktionelle Art und Weise. Ich glaube, das Besonderste bei mir ist, ich lebe selbst in Dortmund. Das heißt, der Betzenberg, Kaiserslautern, ist nicht mal eben um die Ecke. Und ich muss mich seit vielen, vielen Jahren mit der schwarz-gelben Fankultur rumschlagen. Das geht einigermaßen, aber ich wünschte, ich könnte näher im FCK leben. Ja, das ist, wir wohnen alle nicht in Kaiserslautern. Also bei mir ist es fast noch schlimmer. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Karlsruhe, also quasi im feindlichen Land, aber familiär von allen Seiten als FCK-Fan reingeboren quasi und wohne mittlerweile in Köln. Also so richtig nah dran ist jetzt erstmal keiner von uns, was aber gar nicht schlimm ist, denn wir sind gar nicht die einzigen Mitglieder des Teams. Insgesamt sind wir 6 Leute. Es wird sich hier immer wieder ein bisschen durchmischen, immer wieder ein paar andere Leute da sein, ein paar andere Sichtweisen. Und da sind dann auch versprochen Leute dabei, die wohnen in Kaiserslautern. Noch so zum Organisatorischen. Der Podcast erscheint alle 2 Wochen, immer donnerstags. Und ja, als Themen wollen wir einfach alles abdecken, was gerade so beim FCK passiert. Also jetzt in der Transferphase alle Transfergerüchte, was passiert gerade und während die Saison läuft, einfach den Spielbetrieb und alles drumherum. Aber wer sind wir eigentlich? Wer ist Treffpunkt Betze? Wer uns noch nicht kennt, da würde ich einfach mal sagen, Michael, erzähl uns doch ein kleines bisschen was über Treffpunkt Betze. Ja, wenn wir uns die Entstehungsgeschichte von Treffpunkt Betze anschauen, dann müssen wir zunächst ins Jahr 2018 zurück, genauer gesagt zum 27. April 2018. Das war der Tag, an dem der einst so ruhmreiche 1. FC Kaiserslautern seinen Absturz, bedingt durch den Abstieg in die 3. Liga, mal so richtig zementierte. Und ich weiß nicht, ob ihr noch diese Bilder vom Lautra Gästeblock auf der Bielefelder Alm vor Augen habt. Da standen so 3 Typen und die hatten ein unglaublich schlecht gemaltes Plakat in der Hand, auf dem stand: Egal wohin es geht, wir kommen mit. Und es wird euch vielleicht nicht verwundern, einer von den 3 Jungs war ich. Und genau in diesem Moment, betröppelt vom Abstieg und gleichzeitig auch von dieser jetzt erst recht Betze-Mentalität elektrisiert, entstand dann die Idee des Online-Magazins Treffpunkt Betze. Und dann sind wir tatsächlich einige Wochen später mit einem kleinen Team an den Start gegangen. Wir haben uns anfangs auf die Spieltagsberichterstattung konzentriert, als auch auf einige wenige tagesaktuelle Nachrichten. Und mit der Zeit stieg dann auch die Resonanz. Mit der Resonanz wuchs das Team und mit jedem neuen Teammitglied kamen auch neue Inhalte, Themen und Formate dazu. Und wenn ich heute, gut 5 Jahre später, auf die letzten 5 Jahre zurückgucke, dann gibt es vor allen Dingen 2 Zahlen, die mich wahnsinnig umhauen. Die erste ist: Heute arbeiten über 15 Personen an Treffpunkt Betze. Und die zweite: In diesen 5 Jahren ist es uns gelungen, über 1300 Artikel selbst zu verfassen und zu veröffentlichen. Darunter unzählige Interviews, Analysen, Kommentare oder auch unterschiedliche Hintergrundstories.
Vielleicht ein letzter Satz, der an dieser Stelle nicht ganz unwichtig ist, denn all das, was wir auf Treffpunkt Betze machen, das machen wir ehrenamtlich und unentgeltlich. Und ich glaube, diese Kombination einerseits Fan zu sein und deswegen auch nah dran zu sein und gleichzeitig mit dem Online-Magazin kritisch und objektiv berichten können, das ist eine schöne Symbiose, die sich in dem, was wir inzwischen tagtäglich tun, auch ganz gut widerspiegelt. Ja, sehr, sehr schön. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag des Abstiegs sehr bitterlich geweint habe. Vor allem, als ich auch die Bilder aus dem Gästeblock gesehen habe, wo sehr, sehr viele auch den Tränen nah waren oder geweint haben. Das hat mich sehr geprägt, aber der FCK ist wieder zurück. Mittlerweile jetzt die zweite Saison in der zweiten Bundesliga, in die wir reingehen. Und das leitet ganz gut über zu unserem allerersten Thema. Denn wir wollen so ein bisschen schauen, was ist denn jetzt eigentlich schon passiert in der Transferphase? Was ist passiert in der Vorbereitung? Und ich würde sagen, wir schauen als allererstes mal auf die Abgänge. Robin Bormuth und Nikolai Rapp sind zurückgekehrt zu ihren Vereinen. Die Leihe wurde weder verlängert, noch wurde ein Festvertrag angeboten, beziehungsweise Festvertrag abgeschlossen. Zudem ist Dominik Schad zu Preußen Münster gewechselt, Jonas Weiland zu Hessen Kassel und die Verträge von Kiprit und Preville wurden nicht verlängert bzw. sind einfach ausgelaufen. Wenn ihr darauf schaut, tut euch irgendjemand so richtig weh, dass er weg ist, oder sehr alles so, wäre schön, aber so richtig ist jetzt niemand, dem man so richtig nachtrauert, oder? Nee, also so rein menschlich gesehen hat es schon ein bisschen wehgetan mit Dominik Schad. Das war auch am letzten Spieltag dann sehr schön, wie er nochmal verabschiedet wurde vor der Westkurve. Aber so rein aus sportlicher Perspektive, und das ist ja auch dann erstmal was für eine ordentliche Transferphase schon mal spricht, ist, dass man gar keinen Stammspieler oder absoluten Leistungsträger abgegeben hat. Man hat gesehen, mit De Preville war ein Spieler da, der offensichtlich deutlich mehr fußballerische Qualität hatte als die meisten im Kader, aber eben von der Fitness her gar nicht da war, dass er uns wirklich hätte weiterhelfen können. Und ansonsten war es vielleicht noch Robin Bormuth, der relativ viele Spiele gemacht hat über die Saison hinweg, war ja mindestens mal Innenverteidiger Nummer 3, teilweise sogar auch mal Nummer 2, würde ich sagen. Aber das ist jetzt nicht, was man nicht ersetzen könnte und auch konnte. Gerade bei Bormuth, auf die Neuzugänge kommen wir ja gleich noch, aber den hat man, glaube ich, schon so vom Standing her in der Mannschaft ziemlich gut ersetzen können mit Jan Elvedi. Von daher, nö, hat da jetzt keiner extrem wehgetan aus meiner Sicht. Ja, sehe ich ähnlich. Also De Preville ist natürlich irgendwie schade, weil man so ein bisschen das Potenzial gesehen hat, dass wenn er, also man hätte sich so ein bisschen ausmalen können, was ist, wenn er fit ist bei 100% und 90 Minuten lang spielen kann. Aber so wie es schien, kam man da auch von Spieler- und Vereinsseite auf keinen gemeinsamen Nenner. Hat ja auch ziemlich klar ausgedrückt, er möchte erste Liga spielen. Das hat nicht geklappt, meines Wissens ist er wieder in der zweiten Liga in Frankreich. Aber ich meine, da bringt es jetzt auch nichts aus Sicht von Thomas Heng, da irgendwie das Gehaltsgefüge total zu sprengen, nur um jemanden zu halten, der, glaube mit riesigem Fitnessrückstand und einer echt langen Verletzungshistorie an den Betze kam. Und das ist einfach ein Risiko, das passt auch nicht zu Thomas Heng. Du hast schon Zugänge angesprochen, Neuzugänge. Stand jetzt sind 4 Neuzugänge bestätigt. Einmal Richmond Tetschi, der von Paderborn kommt. Tobias Raschel, der für 500.000 von der Spielvereinigung Greuther Fürth zum Betze gewechselt ist. Dazu noch die Leihe von Timo Puchas und Jan Elvedi, den du gerade schon angesprochen hast. Wenn ihr darauf schaut, seid ihr bisher zufrieden, was so die Arbeit von Thomas Heng angeht? Ich glaube, wir haben vor allen Dingen an Variabilität gewonnen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Innenverteidigung, weil ich finde, dass Jan Elvedi wahrscheinlich ein sehr gleichwertiger Ersatz für Robin Bormuth ist. Aber bei Puhac, bei Raschel und bei Tetschi, finde ich, sieht man, worauf Wert gelegt wurde, nämlich einerseits Schnelligkeit und Dynamik im Spiel nach vorne. Und daraus leite ich auch genau das Ziel ab, was Heng und Schuster mehrfach in der Sommerpause benannt haben, dass der FCK variabler werden will, sich in unterschiedlichen Spielsystemen auftreten will, und aus meiner Sicht bestätigen die drei genau diesen Fokus. Ja, bisher bin ich auch durchaus zufrieden. Es ist jetzt kein Spieler dabei, der irgendwie eine absolute Sensation wäre von seinen Fähigkeiten her, aber man hat durchaus Stellen besetzen können, die vielleicht noch nicht optimal besetzt waren. Wir haben ja eben schon gesagt, dass kein Stammspieler weggegangen ist, den man jetzt hätte ersetzen müssen, was ja, wie gesagt, auch schon mal gut ist. Mit Puchatz hat man aber die linke Seite jetzt nochmal besser besetzen können, wo wir letztes Jahr nur Zucki hatten und eben Erik Durm, der vielleicht mal da ausgeholfen hat auf der Seite.
mit Tobi Raschel auch jemanden, der einfach was reinbringt, was wir auch bisher nicht so oft im Kader hatten, nämlich einen potenziellen Wiederverkaufswert. Also wir hatten letztes Jahr einen sehr, sehr alten Kader und das merkt man generell bei dieser Transferphase, finde ich, dass auch ein bisschen drauf geachtet wird, auch ne, vielleicht dann bei den Gerüchten, die gerade noch kursieren, holt man sich vielleicht Spieler rein, Tetschi ist auch so ein Fall, Spieler mit Entwicklungspotenzial holen. Spieler, die man eventuell in ein, zwei Jahren für einen deutlichen, mit einem deutlichen Profit nochmal verkaufen kann, hatten wir bisher nicht im Kader, beziehungsweise sehr wenig, vielleicht Nihos, Turmiak, Opoku, dann wird es aber auch schon eng. Und ja, das ist ein Weg, der mir gefällt, das Team ein bisschen verjüngen und wie gesagt, Qualitätsverlust sehe ich, wie gesagt, nicht, weil wir haben keinen Stammspieler verloren und holen uns jetzt noch Leute dazu zu einem Kader, der letztes Jahr Neunter wurde. Also von daher, bis jetzt positiv, wenn auch es noch ein paar Stellen gibt, die man mit Sicherheit noch besser besetzen kann. Und da sind wir ja auch gerade noch dran, da uns noch weiter zu verbessern. Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Also ich finde gerade Puchatz bietet einen enormen Mehrwert, gerade also offensiv. Henrik Zuck hatte sehr gute Phasen in der letzten Saison, wo er auch offensiv wirklich gute Leistungen abgeliefert hat. Nur tue ich mich ein bisschen schwer, in eine Saison reinzugehen, wo ich von 34 Spielen mit 34 mal Henrik Zuck auf der linken Schiene einplane. Und gerade im Testspiel gegen Norwich hat man schon echt auch gesehen, was Puchatz kann. Hat mir sehr gut gefallen. Und da hat man auch schon ein bisschen gesehen, was auch die taktische Ausrichtung ist. Michael, du hast schon angesprochen, viel Dynamik, viel Tempo, aber auch taktischer hat sich was geändert. Schuster geht vermehrt wieder auf Dreier- oder Fünferkette. Also im Testspiel gegen Norwich war es ein 3-4-3. Und das gefällt mir sehr gut, weil man eben jetzt eine gewisse taktische Variabilität gebaut hat. Also wenn ich dran denke an die letzten Spiele der letzten Saison, wo wir auch noch gegen Regensburg oder Sandhausen, gegen Mannschaften, die einfach den Ball auch nicht haben wollten, trotzdem in unserem defensiven 4-2-3-1 gestanden haben und quasi nur die einzige Spielanlage war hoch und weit auf Beuth und wir hoffen, dass er ihn festmacht und dann schauen, was irgendwie vom Laster fällt. Da hätte ich sehr viel Bauchschmerzen gehabt, damit in die Saison reinzugehen und ich finde, auch wenn jetzt die Testspiele zwar gut waren, zumindest die, die ich sehen konnte, weil der FCK schafft anscheinend nur alle 3 Lichtjahre mal einen Livestream zu installieren. war ich, auch wenn da jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt worden sind, bin ich doch irgendwie sehr positiv gestimmt. Und ich denke, gerade mit dem Tempo, was Richmond Tetschi mitbringt, was wir aber auch schon mit Redondo und Opoku im Kader haben, du hast gerade schon Gerüchte angesprochen, Thomas, Ragnar Ache, 36 km/h Topgeschwindigkeit, sollte der tatsächlich eines Tages mal im Betze landen, kann man damit, glaube ich, vielen Gegnern, gerade spielstarken Gegnern wie dem HSV, wie Schalke, sehr, sehr wehtun. In typischer Underdog Betze-Schuster-Manier und mir gefällt es auch sehr, also Tobi Raschel habe ich mich sehr gefreut, dass der gekommen ist, ist nochmal irgendwie so ein Spieler, der ja dieselben oder bessere technische Qualitäten wie Marlon Ritter nochmal mit einer gewissen Athletik und Robustheit paart und glaube ich sehr, sehr sehr, sehr gut tun könnte gerade. Ja, auch weil er einfach, also das ist jemand mit einer Pferdelunge, der vielleicht die ein oder anderen Löcher stopfen kann, die Philipp Clement defensiv bisschen aufmacht. Freut mich auf jeden Fall sehr, was bisher abgeht. Und wenn wir jetzt gerade noch über Gerüchte sprechen, also Thomas Hengen und Schuster haben beide noch gesagt, Innenverteidiger kommt noch einer, ein Stürmer. Richmond Tetschi ist nicht der Beuth-Konkurrent, sondern eher als zweite Spitze oder außen eingeplant, plus noch ein Sechser. Ragnar Ache habe ich schon angesprochen. Das andere große Gerücht, was seit Wochen rumschwirrt, ist Dominik Heinz. Was haltet ihr von dem? Das ist ein gutes, ambivalentes Thema, finde ich. Die Geschichte der Lauterer in Bezug auf Rückkehrer ist eine ganz eigene. Also es gab in der Vergangenheit gute Beispiele, Rückkehrer, bei denen es gut geklappt hat. Aber es gab eben auch die Beispiele der Rückkehrer, die sich beim zweiten Mal nicht mehr wohlgefühlt haben. Für Dominik Heinz spricht natürlich seine wahnsinnige Erfahrung aus den letzten Jahren. Union Berlin, VfL Bochum. Und gleichzeitig hat er genau in diesen letzten anderthalb Jahren relativ wenig Einsätze konnte verbuchen. Und die Gefahr ist bei Rückkehrern immer, dass Fans eine hohe Erwartungshaltung haben und möglicherweise auch ein Spieler wie Dominik Heinz, der zwar aus der Pfalz kommt, diesem einfach nicht gerecht werden kann. Also ich bin
ambivalent. Ja, total richtiger Punkt. Ich glaube, das wird auch dann sehr, sehr schwer, falls er dann kommen sollte, da die richtige Erwartungshaltung an den Tag zu legen. Klar, es ist ein Spieler, der, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, knapp 200 Bundesligaspiele oder so hat, also wirklich sehr, sehr viel in der höchsten Spielklasse gespielt hat. In den letzten Jahren auch verletzungsbedingt eher weniger gespielt hat. Ich würde sein Leistungsvermögen ungefähr so einschätzen, dass er einem Zweitligisten wie uns definitiv weiterhelfen kann und das auch sollte, ne, mit dem, was er eigentlich kann. Ob er wirklich noch dann dieser Überverteidiger ist für die zweite Liga, das ist noch nicht klar. Und das ist halt hoffentlich dann nicht die Erwartungshaltung, die dann die Fans an ihn haben, sondern einfach ein Spieler, der hier mit Sicherheit dann auch mit ganz, ganz viel Herz spielen würde und einfach ordentliche bis gute Leistungen bringt. Aber im Worst Case vielleicht halt auch nicht mehr. Beziehungsweise im Worst Case könnte es natürlich noch schlechter sein. Aber das ist halt schwierig, genau diese Balance zu finden zwischen einer realistischen Erwartungshaltung und ja, was kann er denn eigentlich noch liefern? Ja, wo er uns auf jeden Fall weiterhelfen könnte, ist, dass er Linksfuß ist. Das fehlt uns noch total in der Innenverteidigung. Also im Testspiel gegen Norwich ist die Dreierkette mit Kraus, Elvedi und Tomiak aufgelaufen. Alles Rechtsfüßer. Lars Bünning ist Linksfuß. Da kann ich aber auch persönlich gar nicht einschätzen, inwieweit der in Schusters Planung irgendeine Rolle spielt. Ich fand, er hat eine echt gute Figur gemacht in den letzten Saisonspielen, wo er zum Einsatz kam. Hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde mir wünschen, dass er zumindest eine faire Chance bekommt. Aber ich denke trotzdem noch, ein weiterer Innenverteidiger, der Linksfuß ist, ist eigentlich Pflicht. Und ich sehe es auch so. Also ich glaube, die Erwartungshaltung wird riesig sein. Der Name Dominik Heinz hat beim FCK einfach bei vielen Fans großes Gewicht. Dann diese Zahlen, 200 Bundesligaspiele. Da kommt einfach jemand, also wo viele, glaube ich, einfach bei dem ersten Blick drauf erwarten, okay, wir haben jetzt den besten Verteidiger der Liga, in der Größenordnung denken FCK-Fans ja auch mal gerne. Und ich sehe auch, dass das zum Risiko sein könnte, aber ich glaube trotzdem, ich würde mich sehr freuen, wenn er kommt. Er wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, total. Und zu dem, was du gesagt hast zu Bünning, ich glaube, aktuell ist er gerade Innenverteidiger Nummer 4 und er ist wahrscheinlich einfach als Innenverteidiger Nummer 5 eingeplant. Also es würde mich wundern, wenn er jetzt noch wechselt. Gerade wenn du mit Dreierkette auch zumindest teilweise spielen willst, dann brauchst du mindestens 5 ordentliche Innenverteidiger im Kader. Was Heinz auf jeden Fall auch noch bringen würde, ist einfach diese fußballerische Qualität fürs Aufbauspiel. Also das, finde ich, hat man auch gegen Norwich sehr, sehr gut gesehen. Kraus und Tomiak haben definitiv ihre Qualitäten, aber bei beiden ist es nicht das Aufbauspiel und bei Tomiak dann auch nicht im halblinken Raum, sondern wenn dann tendenziell eher, wenn er halb rechts spielt und dann zumindest das mit seinem starken rechten Fuß besser gestalten kann. Aber ja, das hat man dann schon deutlich gemerkt gegen Norwich. Die sind relativ hoch drauf gegangen, relativ hoch gepresst. Und dann hat Lute den ersten Ball rausgespielt. Man war irgendwie auf 16er Höhe unter Druck und dann wurde es schon schwierig, irgendwie den nächsten Mitspieler wieder zu finden. Und das wäre natürlich was, da hat Heinz eine ganz andere Pressing-Resistenz, der hat einen super linken Fuß und auch in der Hinsicht würde uns total weiterhelfen. Ja, damit wollen wir es bei den Transfers jetzt erstmal belassen. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen oberflächlich angeschnitten. Wir möchten aber zur Ende der Transferphase, also nach dem Deadline-Day, noch eine Sonderfolge machen, wo wir genau darauf eingehen, wer ist gekommen. Dann auch mit der Erfahrung von 2-3 Spielen kann man das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser beurteilen, als wenn wir jetzt einfach nur auf nackte Zahlen schauen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen dem Saisonstart widmen und ein bisschen in die Zukunft schauen, denn der FCK startet schon am Samstag um 13 Uhr gegen St. Pauli. Wo seht ihr St. Pauli im Vergleich in der ganzen Liga? Also ich glaube, St. Pauli wird erstmal da weitermachen, wo sie in der Rückrunde aufgehört haben. Wahnsinnsrückrunde, die beste Rückrundenmannschaft. Gleichzeitig musste St. Pauli aber auch in diesem Sommer 2 schwere Abgänge verkraften, nämlich einerseits mit Paccarada, der 10 Torvorlagen gemacht hat, und mit Daschner, der 10-mal getroffen hat. Meines Erachtens nach ist es St. Pauli noch nicht gelungen, beide adäquat zu kompensieren. Auf der anderen Seite haben sich mit Hauke Wahl oder auch Albert 2 Zweitliga-erfahrene Spieler geholt. Allerdings fehlt St. Pauli noch ein Mittelstürmer, also ein ähnliches Problem wie beim FCK auch. Ich glaube, St. Pauli hat trotzdem die Qualität, gerade mit ihrem Trainer oben mitzuspielen, und aus meiner Sicht gehören die ganz klar zum Favoritenkreis um den Aufstieg in die Bundesliga. Ja, sehe ich ähnlich. Also sie werden jetzt wahrscheinlich sehr, sehr selten unter den Top 3 Favoriten, sage ich mal, genannt werden, weil es gibt halt eben noch den HSV,
Und es gibt die beiden Absteiger mit Schalke und Hertha, die einfach ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Ambitionen haben. Aber wenn man sich die letzte Saison anschaut, Michael hat es eben schon angesprochen, die Rückrunde war wirklich Wahnsinn. Ich glaube, sie haben über 40 Punkte geholt und das auch nicht so unrecht. Also wirklich tollen Fußball gespielt. Die Hinrunde, da waren sie 15. Aber selbst da waren sie schon gar nicht so schlecht, wie die Tabelle ausgesagt hat. Es gibt immer diese Expected Points Tabelle, die einfach auf Expected Goals und Expected Goals Against, also erwarteten Gegentoren basiert. Und da hatten sie einfach eine sehr, sehr große Underperformance in der Hinrunde. Was man auch sagen kann, ne? Ein bisschen fehlende Qualität vielleicht an manchen Stellen, aber auch eben viel Pech. Also da waren sie wirklich, ich glaube, in der Top 5 mindestens, und da, was das Erwartete angeht, und waren dann aber auf Platz 15. Und in der Rückrunde waren sie dann wirklich sehr, sehr gut und waren dann eben auf Platz 1. Also so rein von dem, was sie fußballerisch auf den Platz bringen, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, wie sie den Abgang von Paccarada spielerisch auch verkraften können, weil, obwohl er Linksverteidiger war, Michael hat es schon gesagt, an sehr, sehr vielen Toren direkt beteiligt gewesen und fast schon so eine Art Spielmacher, vielleicht nicht direkt, aber sehr viele Chancen einfach kreiert im Aufbauspiel, sehr, sehr wichtig. Und sie haben sich mit Philipp Treu von Freiburg 2, es war einen sehr, sehr talentierten Spieler dazugeholt, der auch in der dritten Liga extrem gut gespielt hat. Sein Problem ist aber, er hat einen rechten Fuß und wird dann wahrscheinlich trotzdem auf links spielen, zumindest war es jetzt im letzten Testspiel so der Fall. Das heißt, klar, der kann dann ein bisschen inverser spielen, aber ist dann zumindest, was Flanken angeht, sehr ein bisschen eingeschränkter, vor allem im Vergleich zu Paccarada. Und er hat grundsätzlich auch einfach nicht diese Chancen-Kreationsqualitäten. Also ein einfach anderer Spielertyp, auch Daschner, eigentlich ein gelernter Zehner gewesen, der dann so Kai Havertz-mäßig in Sturm gestellt wurde, und es hat ganz gut funktioniert. Also da wird sich die Spielanlage von St. Pauli ein bisschen ändern. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja eben schon angesprochen, super Trainer, tolle letzte Saison, auch ordentliche Neuzugänge. Sinani, der von Norwich kam, hat auch schon viele Spiele in England gemacht. Das ist ein bockschwerer Gegner für den Start. Ich glaube, ich hätte zum aktuellen Zeitpunkt, vom Namen her zum Beispiel, wäre die Hertha wahrscheinlich irgendwie ein schwierigerer Gegner auf dem Papier, so vom Namen einfach des Vereins her. Aber ich persönlich hätte gerade zumindest Stand jetzt, was die Kaderplanung da auch angeht, gerade viel lieber die Hertha als Gegner als für den ersten Spieltag als jetzt St. Pauli. Also das wird deutlich schwieriger, als ich es auf dem Papier vielleicht liest, und wirklich gar nicht einfach. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was Fabian Hürzeler mit einer gesamten Vorbereitung erreicht. Ich glaube, korrigiert mich, aber die ersten 10 Spiele alle gewonnen, ja, unter ihm. Ja. Sie von, du hast gesagt, 15. in der Hinrunde zu einem quasi wieder Aufstiegskandidaten, je nachdem wie sehr, man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wenn der HSV oben noch weiter strauchelt, kriegt der Stadtrivale sie noch. Auch interessante Neuzugänge, Michael, du hast Andreas Albers schon angesprochen, jemand, der bei Regensburg auch gegen den FCK schon gut getroffen hat. Bin gespannt, wie er sich in einem spielstarken System macht und nicht, also in einer Mannschaft, die den Ball haben will und ja auch eine gute Offensivpower hat, wie er sich da einfindet. Als Paccarada-Ersatz wird im Moment noch Nico Gieselmann gehandelt von Union. Da ist der Vertrag ausgelaufen, und Okorochi, von der letzte Saison noch bei Sandhausen gespielt haben. Beides sehr gute Optionen auf jeden Fall, aber ich sehe bei beiden nicht den Spielmacher-Aspekt wie bei Paccarada. Du hast es gerade schon angesprochen, Thomas. Also St. Pauli hat ein super variables Positionsspiel unter Hürzeler spielen lassen. Also auf dem Papier gab es die Formation, aber in vielen Angriffen ist dann der Zehner auf außen gerückt. Paccarada ist immer wieder auf der Achterposition aufgetaucht. Das sehe ich weder bei Gieselmann noch bei Okorochi nicht so wirklich. Deswegen glaube ich, ist es auch recht schwierig für Schuster, sich darauf einzustellen. Wie kommt der Gegner? Wie spielt der Gegner? Ja, also ich hätte mir auch lieber einen anderen Gegner als Auftaktgegner gewünscht. Aber ich denke trotz allem, dass der FCK da vielleicht etwas holt. Aber dazu später mehr, denn wir behandeln heute ja noch ein weiteres Spiel. Da dieser Podcast alle 2 Wochen rauskommt, gibt es noch ein weiteres Spiel, auf das wir schauen. Und zwar auf das absolute Topspiel, wahrscheinlich jetzt schon am zweiten Spieltag. Vielleicht das Spiel der Saison für ganz, ganz viele Fans. 20.30 Uhr, Samstag, auswärts auf Schalke. Viel, viel schwieriger geht's, glaube ich, nicht.
Ja, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Schalke einen riesigen Substanzverlust erlitten hat. Ich glaube, 21 Abgänge jetzt im letzten Sommer oder in diesem Sommer vielmehr. Kraus, Salazar, Bülter, um jetzt einfach mal drei Namen zu nennen. Irgendwie erinnert mich Schalke 04 so ein bisschen an die jeweils ersten Spielzeiten des FCK nach den Abstiegen. Denn du hast auf der einen Seite diese riesige Euphorie, diese fantastische Stimmung im Umfeld. Ich glaube, die Schüssel auf Schalke ist bis Jahresende komplett ausverkauft. Und auf der anderen Seite hast du eben diesen großen Kaderumbruch. Du musst dich erstmal neu orientieren. Du musst irgendwie auch die Gesetze der zweiten Liga erstmal annehmen. Und sobald die Fanstimmung nicht mit den Ergebnissen auf dem Platz übereinstimmt, ja, dann kann es natürlich auch mal sein, dass bei einem Traditionsverein wie Schalke 04 einfach die Stimmung kippt. Und sobald die Stimmung kippt, steigt auch eigentlich der Leistungsdruck. Und da fällt mir eigentlich nur noch ein, erste Drittligasaison des FCK, volle Hütte im Fritz-Walter-Stadion, Yannick Sternberg netzt das Ding kurz vor Ende zum 1-0. Und worin mündete das? In 4 Jahren dritte Liga. Also ich glaube, Schalke hat eine schwere Saison vor sich. Die werden auf jeden Fall oben an den Aufstiegsplätzen kratzen. Aber ich glaube, ich würde mal behaupten, den Aufstieg schaffen sie nicht noch ein zweites Mal. Ja, da würde ich komplett dagegen halten, tatsächlich. Schließen wir jetzt hier schon die erste Wetten ab, oder was? Also, nee, ich glaube tatsächlich, dass Schalke dieses Jahr hochgeht. Du hast natürlich angesprochen, völlig zu Recht, die haben einen sehr, sehr großen Substanzverlust. Wenn man sich aber vor Augen führt, wie viel deutlicher dieser Umbruch beim letzten Abstieg, also vor 2 Jahren war, hat man diesmal wirklich eine ganz andere Basis, auf der man aufbauen kann. Zum einen ist die Stimmung im Umfeld viel besser und zum anderen konnte man halt Thomas Reis halten als Trainer. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so das größte Argument auch für Schalke, gerade für den Wiederaufstieg. Ich habe eben auch schon die Hertha angesprochen und auch im Vergleich dazu ist Schalke auch, was die Kaderplanung angeht, deutlich weiter. Sie haben vor allem im zentralen Mittelfeld jetzt mit Schallenberg, Seguin und auch Tempelmann, der jetzt noch dazu kam, jetzt schon das beste Mittelfeld der zweiten Liga. Und ich glaube nicht, dass es noch ein besseres irgendwo geben wird. Das ist bockstark. Aber auch da wieder, was ich eben schon angesprochen hatte. Klar, ne, Heimspiel, Auftaktspiel dann für Schalke am zweiten Spieltag. Da wird eine riesen Euphorie sein. Zeitgleich aber auch für uns vielleicht ganz gut, diese Mannschaft jetzt schon zu bekommen, auch sozusagen, weil diese Eingespieltheit eben noch gar nicht da sein kann. Und auch der Kader, weil vielleicht noch gar nicht vollständig ist. Deswegen sehe ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr eine Chance, als wenn man sie irgendwann weiter später in der Saison dann bekommt. Gerade auswärts wird es ja auch schwer. Nichtsdestotrotz sind wir da Außenseiter und wenn man da irgendwie einen Punkt holt, das würde ich jetzt schon unterschreiben. Ja, also du hast gerade schon angesprochen, dass die Kaderplanung gut vorangekommen ist. Das stimmt auch vor allem fürs zentrale Mittelfeld. Größte Baustelle auf Schalke im Moment, Innenverteidigung. Man hat Jens verloren, man hat Van de Berg verloren und Yoshida ist der Vertrag ausgelaufen. Jetzt hat sich Leo Greimel im Trainingslager oder beim Testspiel noch das Kreuzband gerissen, soweit ich weiß. Ja. Da steht aktuell nur Kaminski, soweit ich weiß, als wirklich guten Innenverteidiger. Also auch da noch eine Baustelle, die man vielleicht ein bisschen ausnutzen kann, wenn man früh in der Saison dran ist. Also uneingespieltes Duo, vielleicht noch nicht ein fertiges Stammduo. Das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Ich sehe es auch eher wie Thomas, ich halte große, große Stücke auf Schalke für diese Saison. Nicht zuletzt, weil man, glaube ich, sehr clever auf dem Transfermarkt agiert. Also gerade Rollen Schallenberg ist, glaube ich, jemand, der auch ohne Probleme in der Bundesliga untergekommen wäre. Ja, safe. Jemand, safe, der sich aber auch direkt mit dem Verein identifiziert hat. Also ich finde, das macht einfach schon viel her, wenn bei der Spielervorstellung dann so ein Kindheitsfoto mit dem Trikot rausgekramt wird von dem Spieler. Und ich glaube, man hat, wenn da noch in der Innenverteidigung ein bisschen zugelegt wird und vielleicht auf der Außenverteidigungsposition noch der ein oder andere Upgrade zu Ovejan kommt, dann sehe ich da eigentlich fast keinen Weg an Schalke vorbei. Also du hast Thomas Reis auch angesprochen, das ist für mich auch der größte Pluspunkt. Man geht nicht mit einem neuen System rein, sondern man geht mit einem schon bestehenden System und einem bestehenden Trainer, was auch gut funktioniert hat, was ja super unüblich ist für einen Abstieg, ja, in der neue Saison. Also auch mit Lasme von Bielefeld, glaube ich, jemand, der zwar eine schwierige Zeit in Bielefeld jetzt hatte in der letzten Saison, trotzdem gut getroffen hat und in einem funktionierenden Offensivsystem kann der, glaube ich, super funktionieren. Direkt ein alter Bekannter, den auf den der FCK am zweiten Spieltag auch noch trifft. Marius Müller ist wieder zurück im deutschen Fußball. Nach Zwischenstation in Luzern, jetzt für 350.000 zu Schalke gewechselt. Ja, auch eine spannende Personalie. Hatte eben immer so ein bisschen
ja, mit gemischten Gefühlen bei uns, zumindest jetzt in den Gedanken, als der Name dann wieder aufgekommen ist. Ja, da hing ihm vor allem, glaube ich, dieser RB-Transfer damals auch ein bisschen nach, ne? Das war ja nicht ganz so einfach für ihn dann. Ja, vielleicht rutscht er aus. Wir kommen mal zu unserer kleinen Zukunftsprognose, wo wir so ein bisschen diese ersten beiden Spiele mal, wir haben schon so angedeutet, wo könnte es hingehen, aber jetzt mal stichhaltig sagen, wie gehen die nächsten beiden Spiele aus? Thomas, möchtest du direkt starten? Gerne. Ich habe eigentlich ein ziemlich ordentliches bis gutes Gefühl für die ganze Saison. Ich habe jetzt aber auch die letzten Minuten darüber geredet, wie gut die nächsten beiden Gegner eigentlich sind. Deswegen, ich wünsche mir, dass es mehr wird, aber ich rechne gegen St. Pauli zu Hause mit einem 1:1, was an sich ein ordentliches Ergebnis ist gegen so eine gute Mannschaft. Und auf Schalke, auch das wird natürlich eine richtig geile Fahrt für alle, die da mit dürfen. Es hätten ja gerne noch viel, viel mehr Leute ein Ticket bekommen. Wird es aber auch bockschwer. Und deswegen würde ich da jetzt mit einem 2:0 für Schalke reingehen. Das heißt, wir starten aus meiner Sicht mit einem Punkt aus zwei Spielen, was echt erstmal ja wenig ist. Und dann hast du gegen Elversberg direkt mal Druck am dritten Spieltag, weil das dann Gegner, den du schlagen musst. Und wenn das auch noch schief geht, puh. Wir kennen unser Umfeld. Aber ich will den Teufel jetzt gar nicht an die Wand malen. Wir haben eine gute Transferperiode gehabt, Stand jetzt. Wir haben einen ordentlichen Kader. Für die ersten zwei Spiele sage ich aber trotzdem einen Punkt. Michael. Ja, ich setze ganz konservativ in beiden Spielen auf ein 1:1 und ich muss natürlich auch erklären, warum. Also einerseits die Tatsache, dass Terence Boyd jetzt seit geraumer Zeit verletzt ist, macht mir tatsächlich Sorgen. Also selbst wenn er es bis zum Wochenende schafft, er wird auf jeden Fall ein bisschen körperlich hinterherhängen. Das ist ganz normal nach so einer Pause. Und ja, so nett der Kerl auch sein mag, Tiger Lubinger ist natürlich kein adäquater 1:1 Ersatz für Terence Boyd. Das heißt, in der Offensive sind wir erstmal gegen St. Pauli wahrscheinlich sehr schlecht aufgestellt. Und trotzdem, glaube ich, murmeln wir die Kirsche irgendwie über die Linie. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, St. Pauli ist nicht irgendwer. Die werden wiederkommen, ein 1:1 machen und dann geht das erste Spiel so aus. Auf Schalke sehe ich die Situation tatsächlich durchaus ähnlich. Ich glaube, da können wir bestehen mit viel Kampf, mit viel Einsatzwillen. Schalke wird, um jetzt mal eure Hypothesen aufzugreifen, zwar stark sein, aber längst noch nicht eingespielt, genauso wie alle anderen zu Beginn der Saison. Und daher glaube ich, dass wir da durchaus was holen können. Ich würde aber noch eine zweite Prognose wagen, denn endlich ist es ja soweit und wie ihr wisst, Wiedersehen macht bekanntlich Freude. Leo, du hast es gerade gesagt, Marius Müller, ehemaliger FCK-Torhüter, ist zurück, eben vom FC Luzern zu den Königsblauen gewechselt. Und ich dachte, es könnte eine dieser Geschichten sein, die der Fußballgott so gerne schreibt. Marius Müller eilt in bester Tobi-Sippel-Manier raus aus dem 16er, um einen scharfen Konter des FCK abzufangen, wehrt den Ball aber leider mit der Hand ab, und zwar außerhalb des 16ers. Heißt, rote Karte, Freistoß für den FCK und dann hämmert Philipp Clement das Ding in den Giebel. 1:1 in der 89. Minute. Mit dieser Art Remis könnte ich auf jeden Fall sehr gut leben. Ach, Marius Müller macht den Aftus Balch, der glaube ich damals Matteo Raab zu seinem allerersten Profispiel beim FCK verholfen hat. Ich muss hier mal wieder den Optimisten spielen. Wir tippen tatsächlich alle drei 1:1 gegen St. Pauli, was schon mal das erste Kuriosum hier des Podcasts, in dieser jungen Podcast-Geschichte ist. Auch da sehe ich den FCK als klaren Underdog. Ich glaube, das wird so ein richtiges Spiel, wie wir es in der zweiten Saisonhälfte häufig gesehen haben, nur mit dem Twist, dass der FCK da irgendwie ein 1:1 draus biegt, aber verdient ist es nicht. Und bei dem Spiel auf Schalke sehe ich genau zwei Ausgangsmöglichkeiten. Entweder wir verlieren das 2:0, 3:0 und stehen dann danach da und denken, das wird eine ungemütliche Saison. Oder Schalke macht das gesamte Spiel und der allererste Konter, der so richtig gut ausgespielt wird, schlägt dann ein zum 1:0. Und auch ich habe mir das ein bisschen ausgemalt. Raschel, Neuzugang auf Richmond Tetschi, beide ehemalige Dortmund-2-Spieler, natürlich besonders heiß gegen Schalke, 90. Minute an Marius Müller umkurvt und dann vor dem prallen Auswärtsblock, der vor Ekstase kaum sich halten kann. Ich glaube, das wäre so das Traumszenario, was ich mir vorstellen würde. Viel besser geht's gar nicht. Und ja, also damit mit so 4 Punkten, da würde ich auf jeden Fall auf Twitter schon schreiben, dass wir auf jeden Fall aufsteigen. aber ich glaube auch, ihr habt das schon gut,
gut auch skizziert, dass wenn diese beiden Spiele schief gehen in großen Anführungszeichen, was immerhin sehr starke Gegner sind, dass man dann mit ziemlich viel Druck gegen Elversberg aufläuft und dass das auch dann für die gesamte Saison recht schnell recht unschön werden kann. Es ist jetzt ja die erste Folge vor dem Saisonstart, also gibt es quasi keinen besseren Zeitpunkt, als geballtes Halbwissen rauszuhauen und zu sagen, wo der FCK denn auf jeden Fall landen wird am Ende der Saison. Die komplette Saisonprognose, die 100% so eintreffen wird. Thomas, bitte. Ja, wir gehen rein. Wir werden Elfter. Und das fände ich wirklich super. Also das klingt erstmal gar nicht so sexy und das klingt nach 2 Plätze schlechter als letztes Jahr, aber es ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr oft bemühte Floskel, das schwierige zweite Jahr, aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Ein bisschen Euphorie weniger wird da sein. Das hatten wir in der Rückrunde schon gemerkt. Das wird ein Faktor sein. Wir hatten gerade letztes Jahr in der Hinrunde auch wirklich ein bisschen überperformt, vor allem ergebnistechnisch. Und auch da dürfen wir als Fangemeinde nicht vergessen, dass Platz 11 wirklich cool wäre. Also ich finde es wirklich cool. Ich könnte damit leben und sehe uns auch einfach kadertechnisch ungefähr da. Es gibt einige Teams, die ich einfach auch vom Kader her als schlechter einschätze. Klar, die Aufsteiger könnten auch wieder mit gut Euphorie reinkommen, aber rein auf dem Papier ist da jetzt keiner dabei, der mir eine riesengroße Angst macht, was jetzt einen Abstiegskampf angeht, also Elversberg, Osnabrück, Wien, Wiesbaden. Und gibt es noch ein paar andere Teams, die natürlich weiter unten drin stehen werden. Braunschweig ist da zu vermuten, wahrscheinlich Rostock. Und wenn wir da einfach weiterhin gut unsere Rolle spielen und wir werden dieses Jahr auch, das hast du vorhin schon angesprochen, Leo, viele Spiele haben, in denen wir so auf Konter agieren können. Das können wir bestimmt auf Schalke machen. Es wird aber genauso die Spiele geben, in denen sich die Gegner auf dem Betz hinten reinstellen. Und das wird dann das Entscheidende für diese Saison sein. Schaffen wir es hin, beide Spielsysteme irgendwie gut einzustudieren. Also das Konterspiel, das kriegen wir, glaube ich, generell schon ganz gut hin. Und so Spieler sind dazu entsprechend veranlagt. Aber kriegen wir es auch hin, gegen die tiefstehenden Mauertruppen Lösungen zu kreieren? Und dafür haben wir die richtigen Spieler, glaube ich, mit Clement, mit Raschel etc. Das wird das Entscheidende. Und dann können wir da eine total ruhige, sorgenfreie Saison hoffentlich spielen. Und dann landen wir hoffentlich auf Platz 11 und ich bin komplett happy. Ja, ich habe ja scheinbar bei der Prognose für die letzte Saison ziemlich daneben gelegen und dem FCK nicht auf einem, was der 8., was der 9. Platz, egal, ich habe den FCK in der 2. Tabellenhälfte gesehen ich fürchte, wir werden den FCK in dieser Saison definitiv näher an den Abstiegsplätzen sehen als in der vergangenen Saison. Ich fürchte zudem auch, dass wir uns vielleicht mal an die ein oder andere Durststrecke gewöhnen müssen. Für mich ist klar, wir sind definitiv nicht mehr der kleine Aufsteiger, wir sind nicht mehr der Underdog. Viele Mannschaften haben verstanden, wie Dirk Schuster spielt und auch spielen lässt. Deswegen würde ich da in die gleiche Kerbe hauen wie du, Thomas. Es wird vor allen Dingen entscheidend sein, wie wir das neue System einbinden und ob es mithilfe dieser taktischen Veränderung auch gelingen wird, tiefstehende Mannschaften zu überwinden. Und darauf bin ich gespannt. Am Ende, glaube ich, aber werden Kampf und Betze-Mentalität überwiegen. Die Mannschaft weiß, wie zweite Liga geht. Die Mannschaft ist total eingeschworen. Da versteht sich jeder. Von daher mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Und ich würde sagen, Platz 12. Allerdings muss ich jetzt noch etwas sagen, was lauterer Fans gar nicht hören werden, gar nicht gerne hören werden. Ich würde nämlich sagen, Platz 12, aber leider hinter dem KSC. Ja, damit machen wir uns wirklich direkt bei der gesamten Fanbase sehr beliebt. ich gehe es ein bisschen positiver an, auch wenn die Rückrunde, glaube ich, mich sowie alle FCK-Fans sehr geerdet hat. Da hat man schnell sehen können, wie sich eine Negativserie durchziehen kann und wie schwer es da ist, auch wieder rauszukommen. Was mich sehr positiv stimmt, sind zum einen die bisherigen Neuzugänge, zum anderen der Wille von Dirk Schuster, was zu verändern, nicht mehr das alte eingefahrene System zu benutzen. Das hat mich in den letzten Saisonspielen wirklich sehr, sehr genervt. Und wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich auch deutlich, deutlich, deutlich schlechtere Saison prognostiziert. So sage ich, wir werden 8., einstelliger Tabellenplatz, sogar ein Platz besser als diese Saison. Bisschen mehr Konstanz, nicht ganz das Auf und Ab, wird, denke ich, aber auch wieder so leichte, das Ganze im kleineren Rahmen, aber mal die anderen eine Durststrecke geben, da mal wieder 2 bis 3 Spiele am Stück gewinnen. Ich sehe die Liga an sich deutlich stärker als letztes Jahr. Die beiden Absteiger sind super stark, mit Schalke und Hertha kommen 2 riesige Clubs in die Liga. Die Aufsteiger sind sehr unangenehm, finde ich. Also ich glaube Osnabrück, Elversberg, das sind sehr unberechenbare Teams, gerade Elversberg
wüsste ich jetzt nicht einzuschätzen. Und zudem, also wenn ich gerade auf Hannover schaue, St. Pauli, Düsseldorf, das sind Teams, die in einer sehr, sehr guten Lauerstellung auf die Aufstiegsplätze noch stehen. Ja, ich sage, wir werden Achter vor dem KSC, der wird Neunter. Und ich glaube, damit könnten wir alle sehr, sehr gut leben. Auf jeden Safe, Fall. Auf jeden Fall. Eine Ergänzung würde ich, glaube ich, noch machen. Und das ist wahrscheinlich auch eher eine Befürchtung, die ich äußern möchte. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, und ich bin der Letzte, der das Fass aufmachen will, aber ich kenne unser Umfeld. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir komplett ohne irgendeine Trainerdiskussion durch die Saison kommen. Michael, du hast es eben schon angesprochen. Es wird Phasen geben, da gewinnen wir halt mal 5 Spiele nicht. Und ich kann da wirklich nur hoffen, dass sich der Thomas Heng von dem oft schnell unruhigen Umfeld nicht so anstecken lässt und da die Ruhe bewahrt. Ich habe wirklich keinen Bock auf eine Trainerdiskussion, nur weil wir mal 4-5 Spiele nicht gewinnen, nur weil wir gerade 14. sind. Das ist genau die Tabellenregion, in der wir irgendwie vom Budget her stehen, in der wir vom Kader her stehen können. Ja, Angst davor und zeitgleich auch ein bisschen Hoffnung, weil wenn einer da die Ruhe behält in solchen Situationen, wirklich ein bisschen faktenbasierter arbeitet, dann ist es, glaube ich, Thomas Heng. Ja, also ich sehe auch schon die Schuster raus, Tweets nach dem Elversberg-Spiel, wenn wir da mit 1 oder 2 Punkten stehen. Ja. Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, dass wir durch eine Saison kommen, ohne eine Trainerdiskussion. Das ist, glaube ich, unmöglich. Wir hatten die ja letztes Jahr schon im Umfeld. Also in der Rückrunde ging das ja schon los. Ja. Und ich glaube, ich habe irgendwann auch einen Kommentar bei Treffpunktwetze geschrieben, weil mir das alles ein bisschen zu schnell ging. Deswegen, ich sehe es kommen und ja, bitte, Thomas Heng, lass es nicht geschehen. Außer es wäre wirklich irgendwann wirklich nötig, aber die Daumen sind gedrückt, dass es gar nicht dazu kommt. Ja. Ja, es ist keine richtige Saison ohne Trainerdiskussion. Und ich würde sagen, damit machen wir den Sack für die allererste Folge hier zu. Seht uns nach, wenn das Ganze noch ein klein wenig unrund wirkt. Wie gesagt, die allererste Folge. Schreibt gerne Feedback auf Social Media, bei Treffpunkt Betze, wo auch immer. Wir freuen uns riesig über jeden, der uns hier zuhört. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen und wir setzen uns jetzt erstmal mit Campingstühlen vor die Geschäftsstelle und warten, bis endlich Dominik Heinz veröffentlicht wird. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.